Hallo und herzlich willkommen. Oh, war da kurz. Nochmal. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Metro Exodus. Ich habe die Folge schon vorher aufgenommen gehabt, aber irgendwie spinnt mein Aufnahmegerät in letzter Zeit. Ich habe eigentlich alles nichts geändert, auch nichts an der Einstellung, irgendwie, dass jetzt irgendwas fehlerhaft sein könnte. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass es das jetzt halt so kacke gerade momentan läuft, warum der ständig abspielt und abkackt. Aber gut, wenn ich mir so recht überlege, eh nicht mehr lange dauern. Denn morgen wird Artikel 13 entweder beschlossen oder abgelehnt. Ja, und wenn Artikel 13 wirklich durchgesetzt wird, ja, kann ich mein Equipment sowieso verkaufen, wenn ich es auf Verkauf bekomme. Und ja, kann mein berühmt werden oder vielleicht irgendwann mal Erfolg zu haben in prominenter Hinsicht, in die Haare schmieren. Gut, das war ja auch nicht mein eigentliches Ziel. Mein eigentliches Ziel, wirklich ja Spaß mit den Aufnahmen zu haben, um euch natürlich zu helfen. Und ja, ich habe auch überlegt, vielleicht auch noch einen anderen Content dazu machen, wo man vielleicht Glück haben könnte, dass dort der Upload-Filter von Artikel 13 dann nicht wirkt. Aber da steht auch eine große Firma hinter und ich glaube, selbst da wird das Spiel sagen oder wird YouTube sagen, falsch. Ja, lang ist's her, dass wir Metro aufgenommen haben. Und ja, heute ist mal wieder soweit. Ich habe natürlich vorhin weitergespielt, wie ihr schon vielleicht gelesen habt. Im Wald bin ich in eine Falle getappt von den Einheimischen und dann ist der Bär, der die ganze Zeit diese Wölfe und die Hirsche gejagt hat, ist mir dann so gesehen zur Hilfe gekommen. Er hat zwar erst an dem Netz geschnuppert und hätte mich natürlich auch dort rausholen können und mich als erstes fressen können. Nein, hat er nicht gemacht. Er ist zuerst auf die Einheimischen losgegangen und hat mich beschützt. Somit konnte ich mich aus den Fesseln befreien. Und jetzt müssen wir nochmal glatt mal schauen. Ah, ja, stimmt, jetzt sind wir hier in den Büsch, in den Gebüschen. Und jetzt muss ich doch glatt mal schauen, was die netten Herren hier alle zu dabei hatten, ne? Nichts. Außer ein Pfeil. Ja, irgendwie ist mein Burr ist ja jetzt weg. Ich wollte mich ja nicht bei dem Burn bedanken. Und die mitnehmen als mein persönlicher Bodyguard. Rote Augen, schwarze immer. Ja, ich komme nicht klar. Oder was anderes hier? Ach, keine Ahnung. There's the snake. There's the snake. Who is the snake? Nee. Who ist ja, wer ist die Schlange? I schlecht, Erik. Sehr, sehr schlecht. Nein, where's the snake? Na, wo ist es denn? Nö, abgeknallt hätte ich die sowieso nicht, weil es wäre einfach Pfeilverschwendung für so eine kleine, mickrige Schlange, die mir nichts mehr tut. Pfeil zu verschwenden. Schwimmt denn hier im Wasser? Boah, Jumpscare. Okay, der war schlecht. Ja. Wo wollen wir denn jetzt lang steppen hier? Oh, dieser Baumhaus, warum bin ich da noch nicht hochgegangen? Halt die Fresse, wo auch immer du bist.
Wow, also das war eine sehr erfolgreiche Kiste, muss ich sagen. Kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten, ne? Mir ist letztens in meinem Video aufgefallen, dass meine Fresse, wenn ich mich konzentriere, richtig kacke aussieht, ne? Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammte Hose. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Ich muss mich bereit machen. Für die letzte Prüfung muss dem Lehrmeister sagen, dass ich unsere Leute verteidigt habe, dass ich mich nicht verdrückt habe, dass ich die Mädchen nicht bedrängt habe. Lehrmeister, ich bin hier. Okay, gestorben ist er so oder so. Super, wir können endlich wieder basteln, Leute. Oh, so viel Chemie. Bauen, bauen. Bauen. Pfeile herstellen. Oh, die kann ich unterwegs sogar herstellen. Oh, nee, jetzt habe ich genug. Scharfschützenschaft, Griff und Vorderschaft. Na, das hört sich doch gut an. Ich hoffe, da wartet jetzt keiner auf mich. Das wäre es ja gewesen. Ist hier auch eine Seilrutsche? Ja, hier. Du hast schon einmal geholfen. Du kannst von Glück reden, diesen Arm noch zu haben.
Die Dielen sehen aber auch nicht sehr sicher aus, ne? Muss ich ja ehrlich mal jetzt hier sagen, ne? Das ist ja echt gefährlich. Wie jetzt? Keine Seilrutsche mehr? Oh, meine Stimme, Alter. Wie jetzt keine Seilrutsche? Oh man, that's very bad. Na gut. Nicht. Eigentlich sollte ich die alle am Leben lassen, ne? Aber irgendwie macht das keinen Spaß, Leute am Leben zu lassen. Den Schuss gesehen. Wow. Meins? Ich bin kein Bandit. Ach, hier hätte ich auch kommen müssen. Na gut.
Eigentlich wollte ich Schnellladen machen, ne? Aber irgendwie habe ich Angst, dass ich da zu weit zurückspringe. Ja, das war ein bisschen blöd von mir. Ich hätte mich doch an die vorbeischleichen können. Ist vielleicht wichtig fürs gute Ende, ne? Alter! Ballert er zweimal auf mich. Baller, baller, so wie TNT. Pistache, was wird sie bitte? Wir machen mal schnell das Laden. Weil ich glaube, bewusstlos schlagen zählt nicht unter Töten. Ich glaube, das ist noch legitim, wenn ich das mache. Was? Hier hinten hat er das letzte Mal gespeichert gehabt. Oh. Entschuldigt, Leute. Obwohl ich es ja nicht sowieso schon verkackt habe, weil ich die ja bei der Kirche alle getötet hatte. Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt. Verdammt, du Rucksack. Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. Tja, dann erschieß mich. Ich habe ihn nur von seinem Leiden erlöst. Man kann mir nichts vorwerfen. Gestorben wäre er so oder so. Eugene wird so geschrieben, okay. Okay, Eugene haben wir gerade totgeschlagen. Okay, das hört sich so böse an. Wir haben ihn von seinem Leiden erlöst.
Stimmt, hier rum war ja nichts. Oh, hier war ich vorhin, glaube ich, nicht drin, ne? Kann sein. Ich weiß, dass ich da zurück muss, aber erstmal muss ich ein paar Sachen holen. Stimmt, hier waren keine. Habe ich vergessen. Okay, wir müssen jetzt ganz langsam schleichen. Und jetzt ganz laut sliden. Eigentlich müsste das jeder hören, aber macht keiner. Wieso? Logik halt. Das, was ich das Tor öffne, außer Lärm und Aufmerksamkeit. Was habe ich denn hier gefunden? Ich glaube, ich wurde von einer Schlange gebissen. So. Hier geht's nur raus an die frische Luft. Wir wollen aber zurück in die Basis.
Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich die bewusst schlage. Wenn ich dich nicht töten darf, dann darf ich dir bewusst schlagen, oder nicht? Die Mucke, Alter. Oder diese Hintergrundgeräusche, ne? Lenny, jetzt nicht. Wartest du bitte noch kurz? Bitte warte kurz. Lenny, lass einfach. Lass einfach. Lass einfach. Lenny, lass einfach. Okay, der wird jetzt sterben, weil er trinkt. Ich werde niemals die Mädchen ärgern. Wir sind in ihrer Kindheitsphase hängen geblieben, weil das ist ja ein Kindercamp gewesen früher. Warte mal kurz. Los ab. Das ist halt die Kacke, wenn der Hund zu Frau hier möchte. Von der Klappe kannst du die Uni einbauen. Die Wohnungsbaugesellschaft reißt uns den Arsch auf, wenn die eine Tür ein Loch drin hat mit einer Hundeklappe drin. Aber wir haben es gut vorbeigeschlichen, ne? Wir mussten zwar ein paar K.O. schlagen, aber... So, jetzt sind wir sehr gut durchgekommen.
zu verbeugen. Okay, den musste ich jetzt töten, weil ich erst hatte, der entdeckt mich. Darum läuft der Böhr. Alter, du Ficker. Aua! Oh, eine Notiz. Abgeriffener Brief. Luida, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest. Aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück, egal wo du bist. Es ist immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken. Aber ihr seid keine Feiglinge, nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben. Während wir, die wir geschossen haben, naja, wir dachten, wir würden stärker werden. Im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit aber sind wir Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpfen sie schon so lange. Ich mich erinnern kann. Wir haben sie getötet und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich hier geben? Bis zum letzten Mann? Seit damals versuche ich, meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt. Aber es tut mir leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Der Hund will mich richtig verarschen. Jetzt ist er wieder reingekommen, oder was? Hey, diese Mistvieh, weißt du, erst wieder draußen, jetzt will er wieder rein. Neugierig bin ich ja schon, ne? Ich habe keine Lust zu sterben. Aber guckt euch mal dieses nette kleine Schild hier an. Das sagt mir doch sofort, was da abgeht. Aber eigentlich müsste ich's, wa? Ach, egal. Scheiß ich drauf. Guckt euch bei Gronk an. Na, mal gucken, wie viel Schlangen mich jetzt noch beißen. Ja, vom Teufel spricht. Stecken sich im hohen Gras wie Pokémon, die Schlangen. Ja, hier im Tal waren sie besonders schlimm. Finde ich ja mal heftig, ne? Ach so, das sind Lagerstellen, wo ich mich mal kurz entspannen und chillen kann.
Oh shit, wir sind schon 6 Minuten drüber. Aber diesmal läuft's flüssig. Ich verstehe nicht, warum das vorher nicht flüssig lief. Oh, das ist eine gute Endcutscene. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss. Aber zuerst. Stepshot! Okay, und damit bin ich raus für heute. Ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall noch rum da und auch ein Abo auf meinem Kanal. Solange wie Artikel 13 noch nicht in Kraft getreten ist, müssen wir weiter zusammenhalten und für unsere YouTube-Sache kämpfen. Und da hinten steht eine Frau, ob das jetzt eine Puppe ist oder ob die echt ist, keine Ahnung. Das werden wir alles in der nächsten Folge rausfinden. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es wieder heißt Metro Exodus Action im Atomland. Nein, Spaß. Action in Russland. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bin dann mit damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und tschüss. Bis dahin.